Moin Leute, Mann. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was Spezielles für euch. Denn heute basteln wir mal wieder ein bisschen. Und wir haben quasi was richtig Cooles, ja? Wir haben das hier. Hört euch das an. Das hier, oh. Das hier ist der Traum für jeden Piloten quasi, ne? Das hier ist tatsächlich handmade in Germany, ja? Ohne Witz, Mann. Ich bin übelst stolz darauf quasi. Ohne Witz, ich bin voll stolz darauf, dass ich das heute zeigen darf, weil da sitzt ein Typ zu Hause, ja? Der sitzt einfach nur dort und er macht all diese Sachen, verpackt sie in diese kleine Schachtel, macht nur ein kleines Band rum und verschickt sie quasi, weißt du? Diese kleine Packung hier, ja, ist nicht einfach nur irgendein Spielzeug oder so. Das hier ist halt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so cool, dass ihr heute eins davon gewinnen könnt. Also, wie das am Ende noch läuft, das erklären wir natürlich, ist noch klar. Aber ihr könnt eins davon gewinnen, Mann. Das ist halt der ultimativ richtig geile Shit. FPV-Kram. Made in Germany. Und was ist es? Es hat quasi was damit zu tun, ja, mit so einem Teil. Und sowas hat doch wohl so gut wie jeder zu Hause liegen. Das ist eine alte Trashcan mit einem Beta-FPV-Canopy und sowas. Das ist halt ein alter Tiny Whoop, ne? Und das braucht ihr dazu. Und das hat doch jeder rumliegen oder sowas, weißt du? Oder die Dinger kriegt man doch gefühlt schon für so ein Fuffi oder sowas. Einfach nur so ein, ja, Tiny Whoop fliegt nicht richtig oder so. Oder ich bin rausgewachsen oder sowas. Irgendwas Altes, irgendeinen alten Tiny Whoop halt, ne? Meistens sind so E-Shine, Trash Cans, so whatever, Alter. Ja? Danke im Übrigen, Mr. Badge, dass du mir den ausgeliehen hast, ne? Du wirst den wiederkriegen, aber viel, viel geiler. Ja? Denn das hier, meine lieben Freunde, das hier nennt sich The Little Bucket. Ja. Und The Little Bucket ist ein absoluter, ich muss es ein bisschen beiseite machen, ein absolut geiler Mini-Toothpick-Frame, um dein Tiny Whoop bis 75 mm in einen richtig geilen Lightweight Racer umzubauen. Das kostet, glaube ich, 17,95 € oder sowas, ich weiß es nicht. Ja. Wo ihr das kriegen könnt, das seht ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich verlinke das alles noch und bla bla bla. Und hast du nicht gesehen? Guckt einfach unten in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock drauf habt. Ich erkläre das im Laufe des Videos natürlich nochmal ein bisschen hin und her und sowas. Aber das ist der Little Bucket Mini Frame Made in Germany tatsächlich. Es sitzt tatsächlich jemand zu Hause, der all die kleinen Sachen da drinnen 3D druckt, der alles gedacht hat, er hat sich alles ausgedacht, er hat alles überlegt und gemacht und getan und hast du nicht gesehen und ich, keine Ahnung, wie ich es erklären kann, es ist so cool, weißt du, immer, FPV-Piloten, kennt ihr das noch von früher, wo wir immer noch alles bauen und basteln und erfinden mussten und so und jetzt hat sich, und am Ende haben alle immer in China gekauft, ja, heutzutage ist es immer Standard, du kaufst alles ready to fly in China und es hat sich einfach nur einer gedacht, so, scheiß drauf, Mann, ich mach das selber. Und er hat's gemacht und hat mir welche davon geschickt. Und ihr könnt einen gewinnen. Mr. Batch, der diesen Whoop hier spendiert hat für dieses Projekt. Der kriegt natürlich auch einen dafür, ist klar. Ja, damit ihr alle seht, wie das funktioniert und wie das läuft. Und es gibt noch eine andere Kleinigkeit zu gewinnen, aber dafür müsst ihr natürlich erstmal richtig reingucken in das Video. Lasst euch überraschen, was es hier drin alles auf sich hat und wie cool das ist. Und wir gucken da jetzt erstmal direkt rein, oder? Das wird richtig geil. Ich freue mich da total drauf. Ich bin übelst stolz darauf, dass ich das zeigen darf, weil das ist einfach nur mega cool, Mann. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken. Und ja, Mann, wir machen das Ding jetzt erstmal auf, oder? Oh ja. Zieht euch das rein. Es ist eigentlich so übelst schick verpackt, ne? Ist schon, ich meine, überleg mal, sogar eine kleine Schnur ist drum, ist doch voll cool, oder? Das kriegt ihr auf jeden Fall. Diesen Frame hier, oh, Entschuldigung,
Diesen Frame hier, den könnt ihr am Ende noch gewinnen. Ist ja wohl klar. Und wie ihr das macht, das erklären wir natürlich nachher noch in aller Ruhe. Aber erstmal gucken wir in den hier rein. Der Frame ist natürlich bei Blecheimer. Es ist halt übelst der abgedrehte Name, ne? Little Bucket Man. Und das ist so ein mini kleiner Frame. Und das ist halt mega cool, Mann. Wir machen den jetzt erstmal direkt auf. Ja. Dann gucken wir jetzt erstmal hier rein. Schön zugeklebt alles. Das ist halt echt cool. Aufklappen, aufklappen. Und was hat diese kleine Packung? Du könntest sie, glaube ich, hier an der Seite nochmal aufschneiden. Aber nein, 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 wir lassen das so. Und jetzt kippen wir alles raus. Und das ist auch schon das Ganze, was du bekommst. Ne? Es ist natürlich erstmal die Insta-Karte. Das verlinke ich natürlich noch, wo ihr den Frame bekommt. Hier ist noch ein QR-Code für die TPU-Pods, falls ihr natürlich euch die eigenen drucken wollt, als für irgendwas. Weißt du, wenn ihr das eigentlich nur selber machen wollt, es gibt eine Bottom-Platte und eine Top-Platte, eine kleine Packung Schrauben, Stand-Offs und so. Es ist wirklich alles dabei, damit der kleine Frame einfach nur läuft. Und das Prinzip dieses Rahmens ist natürlich einfach nur, dass ihr einen Tiny Whoop, so wie den hier, egal ob 75 oder 65 mm, ihr braucht auf jeden Fall einen 75 oder 65 mm, irgendwas so in der Form, so ab 95, 85 mm, das passt leider nicht so ganz, weil da dann die Motoren einfach ein bisschen zu groß sind. Ihr braucht quasi für diesen Rahmen kleine Motoren, wie sie in einem Tiny Whoop sind. Als Beispiel, wir nehmen mal diese Beta-FPV-Motoren. Das sind relativ neue Motoren, aber sie sind für ein 65 mm, Entschuldigung wegen dem Fokus, sie sind für ein 65 mm Whoop gedacht und wie ihr seht, hat der Frame und die Motoren haben halt diese drei Löcher und das passt perfekt für die meisten Motoren. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr euch so kleine Motoren holt. Ich glaube, diese hier sind, jetzt muss ich mal gucken, diese hier sind 1102, aber halt eben für kleine Whoops gedacht. Das Prinzip dieses Tiny Whoops ist, also dieses Frames, ist super einfach. Die 3D-Druckteile, dieses kleine Teil hier, kommt auf die Top-Platte. Es wird einfach so drüber geschoben. Das hat hier unten noch extra so eine kleine Einkerbung. Ich muss weiter runtergehen. Es tut mir wirklich leid wegen dem Fokus. Dass sie dann hier drinnen sitzt. Hier passt perfekt ein 1S-Akku rein. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das nicht wollt, dieses kleine Teil hier nehmen. Und das klipst ihr hier ein bisschen rein. Links und rechts. Und dann hättet ihr hier unten Platz, einen etwas größeren, so 450 mAh Akku zu verbauen. Das Prinzip aber momentan bei der Trashcan ist, dass der mit einem XT30 schon verbunden ist. Und hier, hat der hier einen kaputten Rahmen? Oder ist der einfach so wabbelig? Ach, guckt euch das an, Mann. Das ist der Punkt, warum keiner Ishin kaufen sollte. Auf jeden Fall fliegt der mit den 300 mAh 2S Akkus, die aber auch hier drunter passen. Man müsste einfach nur einfach ein Gummiband einmal drum machen und du kannst halt richtig, richtig was Geiles draus basteln. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden aus diesem kleinen, tiny whoopischen irgendwas einfach nur einen echt geilen kleinen Racer machen. Und das mit wenig Handgriffen. Das Geile an der Sache ist ja, ihr müsst hier nichts verändern. Ihr müsst wirklich nur Motoren raus, FC raus, Kamera raus und einfach nur hier rüber setzen. Und ihr habt quasi zwei Quadcopter in einem. Denn der Rahmen, das Canopy und der ganze Schnorkel, der hier drum hängt, der geht euch ja nicht verloren. Im Gegenteil. Ihr könnt im Sommer einen kleinen Racer für den Park basteln und im Winter setzt ihr ihn einfach wieder zurück als Tiny Whoop. Das heißt, ihr habt zwei Quadcopter in einem für absolut wenig Geld. Und damit könnt ihr alten Coptern, wie sowas hier zum Beispiel, diese Teile kriegt man manchmal für 50 Euro. Mit denen könnt ihr echt neues Leben einhauchen und eine Menge Spaß haben.
So Leute, als allererstes müssen wir mal ein bisschen die Magie von YouTube in Anspruch nehmen. Keiner will sehen, wie ich dieses Ding hier auseinanderbaue. Ich meine, ganz ehrlich, Mann. Shit, Alter, was sind das für Schrauben, Mann? Jetzt mal ohne Witz. Aber genau solche Kopter findet man immer wieder auf eBay Kleinanzeigen. Und solange der Flight Controller und die Motoren noch halbwegs funktionieren, ist das genau das, was wir brauchen. Guck mal, das hier zum Beispiel sind die 08 03 1500 kV, perfekt für 2S, und die haben die magischen drei Schrauben. Das passt nämlich perfekt. Ups, nee, so drehen, scheiße. Ja, das passt perfekt. Ja, ihr seht ja selber, das passt. Also der typische 3-Schrauben-Tiny-Boob-Motor, der in einen 75mm reinpasst oder in einen 65mm-Frame, der wird auch in diesen Rahmen passen. Das ist nämlich das Geile an der Sache. Als allererstes, Magic, Magie von YouTube. Lass uns diesen Frame verenden hier. Das muss alles raus, das muss alles weg. Das braucht kein Mensch mehr. Ohne Witz, Mann, Mr. Badge, Alter, das ist das erste Mal seit gefühlt, ich will mal sagen, 10 Jahren, dass ich eine Schlitzschraube irgendwo gesehen habe. Also Respekt dafür. Also ist halt mega krass, ne? Ich meine, es hält, ja, aber shit, Mann, was hast du dir dabei gedacht, Alter? Naja, auf jeden Fall alles auseinanderbauen und dann kann es gleich weitergehen. Und ganz ehrlich, die ganze Scheiße hier aus dem Frame rauszuschrauben, es ist halt der typische All-in-One Flight Controller. Er hat hier einen kleinen Express LRS-Empfänger dran gemacht. Das VTX, wir benutzen alles 1:1 weiter und das ist halt so super simpel, denn wir müssen jetzt quasi einfach nur alles hier rübersetzen. Und das ist wie folgt. Ja, ganz ehrlich, erstmal die Motoren natürlich. Wir achten natürlich jetzt erstmal darauf, dass wir alles hier so ein bisschen ordentlich machen. Das ist schon ein bisschen durcheinander hier. Man muss halt wissen, wie, wo alles passt. Aber es ist halt super einfach. So Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal die Motoren festgemacht. Ich musste den Flight Controller doch abmachen. Das war mir irgendwie so ein bisschen zu fummelig. Auf jeden Fall müsste den Flight Controller jetzt so rummachen. Also nicht wie im Original Tiny Boob nach unten. Ihr dreht ihn jetzt quasi einmal, dass die Stecker nach oben zeigen. Und dazu braucht ihr jetzt aus dem kleinen Schraubenpäckchen diese Schraube. Und das ist die längliche Schraube. Und ihr solltet euren Gummi-Standoff-Ding nochmal benutzen. Und das quetscht ihr jetzt hier in dem Frame durch die dafür gegebenen Löcher. Die sind ein bisschen eng, aber sollte passen. Der Fokus kotzt mich richtig an. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Naja, einfach nur so ein bisschen nachdrehen. Das ist eigentlich super schnell gemacht. Dafür sind alle 4 länglichen Schrauben hier. Und es gibt auch genau 4 Löcher für diese besagten Schrauben. Mach die hier drauf. Wo habe ich die? Hier habe ich den anderen. Alles mal ein bisschen beiseite gemacht. Einfach drauf, da, ohne nachzufragen. Immer schön gucken, dass sie alle in die gleiche Richtung gehen. Und hier auch nochmal. Und das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Fast so, als ob es dafür gemacht wäre. Und jetzt erstmal die Motorkabel, die machen wir so ein bisschen beiseite. Das ist ein bisschen einfacher natürlich. Wäre ich noch clever gewesen, dann hätte ich die Propeller abgemacht. Jetzt nehme ich mir den besagten Flight Controller. Und wir müssen später im Betaflight einfach nur den Flight Controller drehen. Den klemmen wir jetzt hier schön rein, so wie er damals auch im Tiny Boop Frame war. Das ist ein bisschen tricky, das ist aber genau der gleiche Scheiß, wenn man den versucht in so einen Frame einzubauen. Du brauchst gefühlt 12 Hände, um alles festzuhalten. Ihr könnt auch einfach nur ein bisschen dran ziehen. Jetzt nochmal hier auf der Seite. So mache ich das jedenfalls, einfach den Scheiß Props, wäre ich mal clever gewesen, hätte ich es abgemacht. Einfach ein bisschen dran ziehen und runterdrücken und schon sitzt der Tiny Boop FC. Perfekt und ordentlich. Hier noch wieder ein bisschen runterdrücken.
Passt perfekt, direkt gesoft-mounted und jetzt können wir die Motorkabel, also man könnte sie jetzt rein theoretisch nochmal einmal hier drum wickeln und reinmachen, man kann sie aber auch direkt einfach nur nehmen und wieder in die Stecker reinsetzen. Also ich für meinen Teil mag es ja eigentlich, wenn die Tiny Whoop Kabel, wir nehmen einfach den Stecker und drehen den so ein bisschen straff, sodass sich die Kabel alle ineinander zwirbeln. Dann stecke ich das hier ein und dann nehme ich die Kabel eigentlich immer so und drücke die dann ein bisschen runter und sodass die hier schön senkrecht, dann drehen die sich auch hier so ein bisschen rein und später nehme ich noch ein ganz kleines Stück Isoband, was ich hier um den Arm wickle und das sollte vollkommen ausreichen, dass die Kabel geschützt sind. Weil mir das persönlich, diese Variante mit so einmal um den Arm, das gefällt mir nicht so sehr, weil hier unten dann die Kabel wären und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was sowas angeht. So sieht das dann komplett aus. Sieht natürlich alles noch nicht ganz perfekt aus. Jetzt müssen wir rein theoretisch den VTX, der muss hier wieder so ein bisschen drauf. Und da sehe ich schon die ersten Probleme, aber überhaupt nicht schlimm, es interessiert keinen Menschen. Wir drehen den einfach so rum, damit der USB am Ende, wenn man ihn dann quasi so drauf hat, dass man noch ein bisschen dran kommt an die ganze Sache. Darum drehen wir den VTX einfach um. Diese kleine Antenne hier, das hier mit Heißkleber, ist das mit Heißkleber gemacht? Die machen wir natürlich nachher noch ab. Also wie gesagt, wir modifizieren das alles noch ein bisschen und setzen da noch eine größere dran oder so. Ist halt ein bisschen doof. Je nach VTX ist das ein bisschen komplizierter alles. Beziehungsweise nach All-in-One Flight Controller. Wenn man jetzt einen kleinen VTX hätte, das ist halt der Trashcan VTX, der ist halt gigantisch groß, ne? Aber würdest du jetzt einen eShine Nano oder sowas haben, könntest du einfach wirklich ganz klein, sind die Videos sind ja nur so groß, dann würdest du den hier in die Mitte von dem Flight Controller reinkleben. Selbst bei dem Beta FPV Meteor 65 sind die Flight Controller, die Videosender so groß, dass du sie direkt hier in die Mitte einfach reinlegen könntest mit einem, Entschuldigung, mit einem doppelseitigen Stück Klebeband. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch so eine kleine Standoffs rumliegen. Normalerweise die sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber die werde ich jetzt quasi benutzen, um sie hier einfach nur drauf zu schrauben. Die schraube ich dann jetzt hier schön fest, damit das alles schön passt. Davon habe ich genau noch, echt noch 3 Stück, also super Glück gehabt. Das ist aber, sowas hat man eigentlich hat man sowas irgendwie rumliegen. Würde ich mal schwer behaupten. Natürlich will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob ich nicht einfach nur ein Messi bin oder ob ich wirklich manchmal echt alles habe, was ich gebrauchen könnte. Und das schrauben wir jetzt hier einfach drauf. Das fixiert gleichzeitig den Flight Controller natürlich noch ein bisschen und hält den fest. So, jetzt schrauben, schrauben, schrauben und schrauben. So, sieht doch schon mal perfekt aus, oder? Auf jeden Fall nehmen wir jetzt den Videosender und drehen den hier so ein bisschen rum. Das Kabel, das ist alles schon fest. Das ist eigentlich ganz gut. Ich will auch hier gar nichts abmachen, weil später, wenn man das zum Beispiel dann wieder in den Frame hier reinhauen will, ist das absolut perfekt, wenn das alles ein und dieselbe Länge hatte, wie es vorher hat. Darum drehen wir das jetzt einfach nur ein bisschen, wirbeln das hier unten so ein bisschen rum, aber nicht zu krass. Und die blöde Kamera können wir eigentlich auch mal wegmachen kurz, ey. Und stecken das so auf die Standoffs. Beim VTX müsst ihr euch ehrlich gesagt null Kopf machen. Da ist scheißegal, ob die gesoft-mounted sind oder nicht. Denn die machen immer das, was sie sollen, egal wie sie gemountet sind. Und jetzt einfach nur noch festschrauben das Ganze. Dann sind wir schon fast fertig. So, das schrauben wir jetzt alles schön fest. Nicht zu fest. Immer schön dran denken, dass der Flight Controller hier unten immer noch gesoft-mounted ist. Hier habe ich es ein bisschen feste gedreht. Also nicht übertreiben. Dann müssen wir den hier mal wieder festhalten. Ein bisschen loslassen. So, dass so ein kleiner Spalt dazwischen ist, dass immer noch ein bisschen Soft-Mount quasi da ist.
im Prinzip schon fast. Der Videosender sitzt gut. Der Flight Controller sitzt relativ gut und gerade. Wie gesagt, der eShine Trashcan hat ein richtig beschissenes VTX. Da muss man hier ein bisschen basteln, weil man den leider nicht reinstecken kann. Andere Videosender sind halt um Längen kleiner. Da ist halt wirklich nur so ein Viereck, was ihr hier einfach nur reinstopfen könntet oder so ein Unify oder irgend so ein Mini-Ding. Prinzipiell gesehen müssen wir jetzt hier nochmal dieses Kabel ein bisschen beiseite stopfen. Wie gesagt, das machen wir später nochmal. Hier ist jetzt der ELRS-Empfänger. Das ist auch so ein kleiner, der war ja auch schon dran, ne? Das knippeln wir hier einfach ein bisschen zusammen und stopfen das mit der Antenne nach oben einfach hier rein. So, fertig. Ja? Sieht keine Sau. Ein bisschen arg langes Kabel, keine Ahnung, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel machen. Das stopfen wir jetzt einfach an der Seite rein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Relativ kopterfähig, würde ich mal sagen. Jetzt kommt aber die kleinen Standoffs. Die machen wir natürlich hier erstmal dran. Muss ja auch schick aussehen. Standoffs. Sieht doch schon richtig aus. Sieht aus wie ein kleiner 5 Zoll, oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt dann auch natürlich die 3D-Druckteile. Und die sind echt clever gemacht. Passen nämlich direkt einfach hier auf die Standoffs draufgeschoben. Und hier hinten haben wir noch so ein kleines Teil, was wir hier auch draufschieben können. Und das ist eigentlich dafür gedacht. Es geht ja mehr so um diese One-S-Toothpick-Sache. Und wir drehen das mal. Das könnte uns so von der Richtung eher von Vorteil sein. Schieben wir das hier runter, schön fest. Jetzt denkt man sich so, ja, was mache ich denn damit, ne? Das, meine Damen und Herren, ist für sowas. Für Pigtails und so ein Blödsinn. Dann kann man das hier einfach einklemmen und nach unten machen, wenn man den Akku unten hat. Oder wenn man natürlich am Ende dann doch ein S fliegen will. Ich zeige das jetzt immer. Das muss ich mal hier oben machen. Ja. Fokus! Wir schieben das hier rein und schieben das hier so durch. Ja, ist ein bisschen tricky. Dann schiebt man das so durch und dann kommt hier dieser kleine Klick und dann sitzt das drinnen. Und wenn das hier drauf ist, hier passt genau, wenn das jetzt so drauf macht, passt hier genau ein S rein und dann kann man sein Pigtail einfach so ranmachen. Da wir aber, der kleine Bad Boy hier, wird mit 2S fliegen. Also sprich, der 2S-Akku muss halt leider hier unten sein, weil ich glaube, hier oben wäre es ein bisschen arg fett. Ist das aber trotzdem nicht so schlimm. Man kann dann perfekt so, wenn man den 2S-Akku so dran macht, einfach so dran, ein bisschen fummeln, ein bisschen biegen und drücken. So, ihr wisst das selber. Jeder Kopter sieht gut aus. Sobald der Akku dran ist, sieht das scheiße aus. Akku rein. Und wie ihr seht, es kommt nichts in die Propeller. Also ich finde, das ist super clever gelöst eigentlich, ne? Für so einen kleinen Micro. Da können sich große Firmen echt nochmal einen abschneiden. Wir brauchen aber hier, keine Sorge, Mr. Batch, ich gebe dir das trotzdem mit, falls du mal Bock hast, den auf 1S umzubauen, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir nehmen das kleine Teil natürlich ab, weil wir die kleine Antenne doch einfach so lassen, wie sie ist, und die einfach hier durchschieben. Ganz einfach, oder nein, nicht hier. Hier. Und noch ein Stück nach hinten. Nein, doch nicht. Wir müssen sie doch hier durchschieben. Nein, hier ist ja auch blöd. Nee, hier ist in Ordnung. Hier passt das. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, wird aber seinen Zweck erfüllen. Ich meine, ganz ehrlich, es ist irgend so ein 2,4, 5,8 Gigahertz. Also das ist jetzt, es wird schon funktionieren. Nee, es muss doch hier durch, ne? Es sitzt irgendwie besser, wenn das hier durchgezogen wird. Und runtergepresst. Das passt. Perfekt. Man kommt immer noch an den USB ran. Man muss sich wahrscheinlich irgendwie so ein extra langes Kabel dafür basteln. Das ist ein bisschen blöde hier gemacht. Bei dem Flight Controller. Aber so prinzipiell gesehen könnte das passen. Ich könnte vielleicht hier noch einen kleinen Kabelstrap drum machen. Normalerweise sollte ja die VTX-Antenne hier hinten rauskommen. Bei dem Prototyp, den ich hier gesehen habe, ist das auch so gewesen, dass hier die VTX-Antenne rauskommt hinten. Aber wie gesagt, es ist ein DIY-Umrüst-Kit quasi. Kein Whoop ist derselbe. Es kann immer sein, dass irgendwas nicht passt. Jetzt haben wir natürlich noch diese komische Cam hier, die grauenhaft ist.
Ich glaube, das ist so eine Caddix. Was ist denn das? Was ist denn hier drin? Caddix. Ist einfach nur Caddix. Das sagt mir gar nichts mehr. In diesen Copter passen leider nur die Nano-Cams. Ihr seht selber, das ist hier eine Micro. Die passt leider von der Größe her nicht rein, oder? Kriegen wir die hier reingequetscht irgendwie? Ja, scheiße, wird eng. Ja, es wird eng. Es ist halt, dafür ist es nicht gemacht. Die sind auch viel zu schwer, ehrlich gesagt. Es müssen schon diese Runcam-Nano-Dinger drin sein. Hier muss ich aber tatsächlich, danke Ishin, für absolut nicht nachgedacht, dass Leute auch was mit einer Cam mal anfangen wollen, was nicht in irgendeiner billigen Kacke drin ist. Hier muss ich die Cam reinpacken. Sitzt perfekt. Die Cam passt perfekt. Ist halt auch mega cool. Der Winkel ist in Ordnung. Aber man kann natürlich auch noch ein bisschen basteln. Man könnte es auch drehen, wenn man ein bisschen Low-Winkel haben möchte oder sowas. Also es ist halt alles möglich. Es geht halt um den 3D-Druck hier unten, wie man sicherlich sieht. Geht es dann einfach nicht weiter runter. Aber das Schöne ist ja, so ein ordentlicher 3D-gedruckter Mount, ne, da ist halt null Vibration drin, beziehungsweise es ist viel einfacher, Vibration rauszutun. Krachst du mit voller Wucht auf die Fresse, ist es auch nicht so schlimm, denn deine Cam ist geschützt durch das 3D-Druckteil, was natürlich super ist. Blöd ist jetzt, ich muss leider doch das Kabel ein bisschen verlängern. Es tut mir ehrlich leid, es passt nämlich nicht hier drüben rein, weil dieses VTX von Ishin so beschissen ist. So, ich habe jetzt gelötet. Verdammt nochmal. Caddix macht irgendwelche Vista-Units, die ewig halten und hast du nicht gesehen. Und früher haben die so eine Scheiße gemacht. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat gesagt so, hey, lass uns die Lötstellen doch so unnötig eng aneinander machen, dass sie überhaupt niemand in irgendeiner Form reparieren kann, der nicht wie ein Adler sehen kann, ey. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Caddix Cam so ein bisschen umgefriemelt. Ich weiß nicht, ob die jetzt so rum war oder ob man die am Ende drehen muss. Von der Kabellänge her müsste, glaube ich, beides passen. Wie ist denn die richtig rum? Ich hätte gesagt, wenn Caddix oben steht, aber ist natürlich auf jeder Seite Caddix drauf. Scheiße. Naja. Das ist auch so eine blöde Cam, die man nicht einstellen kann. Was aber nicht schlimm ist, dann müssen wir halt später gucken. Wir drehen die einfach mal direkt falsch rum. Wenn ich jetzt die Kabel hier mache, dann ist es natürlich, boah, gerade so, ey. Gerade so passt das hier rüber, Mann. Scheißdreck. Okay, erstmal den Stecker reinmachen. So, erstmal den Stecker rein. Jetzt wieder rumdrehen. Was ich immer gerne mache, wie ich schon mal gesagt, ein, zweimal das Kabel ein bisschen zwirbeln, damit das alles nicht so beschissen rumliegt. Zack. Und die Cam stecken wir einfach direkt so rein. Oder nein, wir drehen sie so rein. Das ist eigentlich auch scheißegal. Oder? Nicht so straff alles. Also Kabel dürfen niemals richtig. Komm schon, Fokus, ey. Lass mich jetzt nicht hängen. Straff hängen. So, das war eigentlich auch schon das Ganze. Jetzt nehmen wir natürlich noch die Originalschräubchen, womit die Cam auch verschraubt war. Oh, das ist jetzt Kacke, oder? Nee, das machen wir einfach. Jetzt muss ich die Motoren wieder abnehmen. Wir nehmen dieses ganze Dongle hier nochmal raus. Also mit dem 3D-Druckteil natürlich. Und schrauben die Cam jetzt mal hier direkt rein. Ja, genau. Und jetzt nehmen wir die Originalschrauben, mit der die Cam auch an dem Canopy hier festgemacht worden ist. Ich mag die Beta FPV Canopies Dinger, weil die relativ stabil sind für Tiny Boops. Aber man hat halt nicht wirklich viel Freiheit, was so Winkel angeht und so, ne? Es ist halt ein Stück Plaste für einen Tiny Boop. Aber die sind halt unheimlich stabil, die sind cool. Ich muss aber ehrlich sagen, so einen offenen TPU-Mount finde ich irgendwie cooler. Sieht schicker aus, finde ich, ne? Für so einen kleinen Toothpick oder whatever, Alter. Das, wie man das jetzt hier nennen soll. So, jetzt noch hier die letzte Schraube durchgebastelt. Es tut mir im Übrigen mega leid für den Fokus. Im Übrigen bleibt dran, ne? Denkt dran. Einen von diesen Frame-Kits. Den hier. Es ist genau der hier. Das könnte dir gehören. Und wie ihr gewinnen könnt, sage ich natürlich noch. Das Einzige, was ihr auf jeden Fall dafür tun müsst, ist ein bisschen was.
Keine Ahnung. Erkläre ich am Ende noch auf jeden Fall, wie ihr mitmachen könnt. Würde mich freuen auf jeden Fall. Bis dahin machen wir erstmal Mr. Badge sein hier ein bisschen fertig, weil ich hier nämlich auch langsam ausflippe mit dem Ding. Aber prinzipiell gesehen ist es so einfach und simpel zusammengebastelt. Es ist so einfach nur stecken und basteln. Ein bisschen fummeln muss man können, so wie zum Beispiel mit dem VTX. Man muss halt einige Quadcopter-Bastel-Vorkenntnisse haben, aber so prinzipiell gesehen, ganz, ganz prinzipiell gesehen, ne, ist das absolut, absolut easy. So, jetzt ist auf jeden Fall alles schon mal richtig chillig verbaut. Es passt auch super rein, ne? Also es ist, ich will sagen, als ob es dafür gemacht wurde, aber es ist ja dafür gemacht worden. Um aus einem kleinen, tiny Boop, wo waren wir jetzt? Hier war das gut, ne? Ne, hier. Aus einem kleinen, alten, tiny Boop einfach einen richtig coolen Racer zu machen. Der Punkt an der Sache ist auch, und das solltet ihr wissen, wenn die Props offen sind und die Wirbel, der Copter sich ganz anders bewegen kann, als in diesen Pressluft zwangsbeatmeten, mit diesen Prop Guards und sowas, weißt du? Fliegt der 1 Milliarde mal besser. Darum haben die meisten Toothpicks auch keine blöden Prop Guards, weil das nämlich scheiße ist. Ganz anders gesehen, bei diesem hier, ja, das ist ein 95 mm 2,5 Zoll, da ist der Frame echt stabiler. Die Motoren sind weitaus beefier und der hat 4S und hat auch einiges mehr an Gewicht. Da sind diese dünnen Prop Guards gar nicht so schlimm. Und im Gegensatz zu dem Climb-Scheiß-Ding hier, ist das hier übelst, guck mal, das kannst du in der Hand zusammenpressen quasi. Das ist so viel Jello, so viel Vibration in dem ganzen Frame drin, während der hier eine Carbonplatte hat. Während der kleine Bitch, Krams, Quatsch, wie auch immer, die kleine, der Little Bucket, der ist halt aus stabilen Carbon. Gut. Ja, Mann, jetzt einfach nur noch quasi klassischen Deckel drauf. Die mitgelieferten Schrauben, ganz wichtig, sind wieder total am Start. Und die quetschen wir jetzt hier rein. Machen das jetzt hier fest. Die letzten Schrauben sind immer die besten. Nochmal einmal Fokus für die Menge. Fokus, wie ich eine Schraube hole. Fokussieren, wie ich die Schraube reinstecke. Und nochmal einen letzten Fokus, wie ich mit dem hässlichsten Schraubenzieher der Welt, der übelst voll mit Isolierband ist und fummeligen anderen Sachen, wie ich die Schraube hier festmache. Das ist richtig geil, oder? Es gibt doch nichts Besseres, als die letzten Schrauben festzumachen. Hier sind sogar noch Schrauben übrig. Was los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, ne? Auf jeden Fall muss ich jetzt sagen, die letzte Schraube nochmal hier rein. Und jetzt nochmal ganz langsam für die Menge. Na, komm schon, Fokus. Einmal rein, fokussieren. Ja, yeah, die letzte Schraube. Schrauben, 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 Schrauben und zack, bumm, fertig. Zieht euch das rein, Leute. Zieht euch das rein, Mann. Von so einer hässlichen Trashcan zu einer echt kleinen Racer-Ratte. Und ja, Mann, da wir aber mit 2S fliegen, werden wir am Ende einfach nur hier und hier, dann machen wir einfach ein kleines Gummibändchen durch, dass der hier rankommt, ja, und ja, er ist fertig, zieht euch das rein, natürlich werden wir noch Probe fliegen, bevor wir ihn abgeben, ist ja wohl klar, wir gucken auch nochmal alles rein, ganz wichtig, wenn ihr sowas umbaut, ja, ihr müsst jetzt natürlich den Flight Controller im Beta Flight drehen, aber das ist prinzipiell gesehen alles, oder, was sagt ihr dazu, ist doch richtig geil, oder, richtig gemütlich geworden, und das Ganze kostet euch nur 17 Euro noch was, ja. Ihr könnt daraus ein 1S machen, ein 2S, ich würde sagen 2S reicht, weil die Motoren meistens nur für maximal 2S ausgelegt sind, aber zieht es euch rein, ne? Die Cam, es sieht alles viel cooler aus, ne? Es ist halt einfach nur ein richtig schöner, kleiner Microquad. Was sagt ihr dazu, oder? Was haltet ihr davon? So ein paar technische Daten hier für den Frame und blablabla und wie schwer das Ganze ist. Habe ich jetzt vergessen? Nein, Spaß. Das machen wir noch, aber in einem anderen Video. Ich wollte jetzt nicht allzu viel darüber reden. Ich wollte euch nur zeigen, wie geil die sind. Und wenn ihr
einen von diesen kleinen Bitches hier gewinnen könnt, wollt, wenn ihr einen von diesen kleinen Bitches hier, Little Bucket, gewinnen wollt, dann würde ich sagen, zieht euch das kleine Ding rein und bleibt dran. Ja, Leute. So, Mann. Ich habe gestern übelst lange gedauert. Ich war ein bisschen emotional beim Basteln. Darum, naja, es hat länger gedauert, als ich dachte. Aber so sieht der finale kleine Quad jetzt aus. Ist ja nicht cool geworden, ne? Ich liebe es so sehr, dass ich diesen kleinen Frame reviewen durfte, ihn vorstellen durfte. Und ich liebe es verdammt nochmal so sehr, dass ich einen von diesen Rahmen an euch weitergeben darf. Und jetzt ist natürlich die Frage so, verdammt nochmal, Mann, wie kann ich einen von diesen Rahmen gewinnen? Wo ist er? Wie kann ich diesen Rahmen, The Little Bucket, mein eigen nennen können, hast du nicht gesehen. Und das ist total einfach. Eigentlich ist es super einfach. Und es ist nicht das Einzige, was ihr gewinnen könnt im Übrigen, ne? Es gibt nicht ein paar mehr Sachen. Auf jeden Fall. Und ihr müsst zuhören. Das ist super wichtig. Super wichtig. Ja, also wartet. Okay, es ist super wichtig. Ja, also. Ja, ihr müsst natürlich den Kanal abonnieren. Ihr müsst den Kanal abonnieren. Wäre cool, wenn ihr einen Daumen hoch lassen würdet oder so. Vielleicht teilt ihr das Video an irgendjemanden nochmal, wo ihr sagt, ey, der braucht was davon. Ja, der hat einen Tiny Whoop, der braucht diesen Frame. Ja. Und dann geht ihr in die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr irgendwo aufgelistet einen Link zum Cockroach Army Discord. Im Cockroach Army Discord findet ihr direkt ganz oben. Da ist eine ganz kleine Spalte und da steht Gewinnspiel. Ja. In diesem Gewinnspiel, da erkläre ich die Regeln natürlich nochmal ganz genauso, wie ihr das machen müsst und bla, und was so abgeht und was ihr gewinnen könnt und so. Dort schreibt ihr nur einmal rein. Ihr schreibt einfach nur einmal rein, so, hey, was geht ab? Ich hätte den kleinen Frame gerne, weil. Und dann haut ihr raus, was ihr damit machen wollt. Habt ihr vor, einen kleinen Micro zu bauen? Habt ihr einen alten Meteor oder einen alten Tiny Whoop, den ihr umbauen wollt und so? Und am Ende, ja, sammle ich all diese Namen. Ihr habt im Übrigen Zeit bis zum 1. Januar. Oder sagen wir mal, wann hört Dezember auf? 1. Januar. Wir machen es zum 1. Januar. Ja, und ab dem 1. Januar, da ist dann Cut. Ihr könnt dann auch nichts mehr hinschreiben und so. Ich sperre das dann alles. Dann sammle ich all die kleinen Namen von euch ein. Alle Namen. Ja, und pack sie in Wheel of Luck. Das ist quasi, das habe ich schon öfters gemacht. Das ist einfach nur so ein Wheel mit allen Namen. Und dann klicke ich da einmal drauf und Internet sagt random einfach nur, der und der hat gewonnen. Ja, damit das fair abläuft. Das mache ich dann am 2. Januar. Ja, das mache ich dann vielleicht live, damit alle wissen, dass es kein Beschiss ist oder sowas, sondern dass ich tatsächlich, dass derjenige ausgewählt wird und ich da keine Handhabe drüber habe, so dass halt die Chancen sind für alle gleich. Aber es geht ja nicht nur um diesen Frame. Ja, dieser Frame ist eigentlich mein Special Hauptding, was ich sagen würde, was ich verlosen möchte. Aber die gute Denise aus dem Discord hat sich gedacht, so, scheiße, Mann, ich habe auch Bock, was in die Runde reinzuwerfen für die Community. Darum hat Denise gesagt, der zweite Preis oder der erste Preis, ich sage, es ist der erste und der erste Preis, ist ein Beta FPV 1S All-in-One Flight Controller. Ich glaube, der ist für 1S geeignet. Hast du schon gesagt? 1S Flight Controller mit Express LRS drinne, hast du nicht gesehen. Ein Link, genau welchen Flight Controller das ist, den findet ihr dann im Discord. Unter, was ich gesagt habe, damit ihr da nochmal nachgucken könnt, was es ist. Auf jeden Fall machen wir dann das erste Mal Wheel of Luck für den Frame. Beim zweiten Mal lassen wir es nochmal durchdrehen und dann könntet ihr den Flight Controller gewinnen. Und da wir ja unsere Spendierhosen heute anhaben und das neue Jahr sollen wir natürlich alle gut starten. Also quasi, es soll viel geben, es soll ein wunderbares nächstes Jahr werden, hoffe ich mal ein bisschen. Mit ein bisschen mehr FPV fahren und sowas. Lassen wir das Wheel of Luck dann nochmal gefühlt, nochmal dreimal laufen.
Weil dann gibt es nämlich noch einen dritten Platz, einen vierten Platz und einen fünften Platz. Das heißt, es gibt dann noch drei Sätze Props. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, das dritte Mal lassen wir durchlaufen und das ist dein Name, dann kriegst du halt einen Satz Props und Propeller von mir. Das ist jetzt nicht so viel, aber Propeller sind immer gut zu haben. Gerade fürs neue Jahr, ne? Damit die Saison gleich loslegen kann. Was ich noch sagen wollte, unten in der Videobeschreibung, ja, ist natürlich noch ein Link und zum Inhaber des Frames quasi, da wo ihr es kaufen könnt. Ich habe extra nochmal nachgefragt, der Frame kostet, Tatsache, der Frame kostet 16,50 Euro, plus, ich glaube, ein bisschen Porto oder so, ja, er will absolut keinen Gewinn damit machen, er will nur so plus minus null machen und ich finde es super, dass er sich allein hingesetzt hat und gesagt hat, ich will einen Frame machen, ich will was Eigenes konstruieren, ich möchte irgendwas machen für die FPV-Community, dass alle davon profitieren können, für eine schmale Marke und so, weißt du, was ich meine? Ich meine, Mann, der Mann setzt sich hin, ja, er setzt sich bei sich zu Hause hin und druckt die kleinen Teile alle selbst, ja, und packt sie in diese kleine Box und so. Ich finde, da sind 16,50 Euro jetzt gar nicht so viel verlangt, ja. Auf jeden Fall. Kommt in den Discord vorbei, macht am Gewinnspiel mit und ja, das war's eigentlich auch schon wieder, ne? Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in irgendeiner Form, ihr habt Pläne im Kopf, ja, für einen eigenen Frame oder sowas, ne, setzt es in die Tat um, Leute, ja? Und wenn ihr nur für euch einen macht oder vielleicht zwei oder sowas, ja, nur durch Individualität und einen kreativen Geist und sowas kann die FPV-Community und halt die ganzen RC-Modellbau, wir sind Modellbau-Leute, kann man jetzt nicht anders sagen eigentlich, ne? Wir bauen Scheiße, fliegen ist remote, wir haben nur eine Brille auf, das unterscheidet uns von allen anderen und mit der Brille macht's halt einfach immer viel mehr Spaß. Auf jeden Fall Individualität und ein bisschen Grips anstrecken, druckt irgendwas, bastelt irgendwas, lasst das neue Jahr einfach mit übelst vielen Ideen loslegen und sowas, weißt du, was ich meine? Ihr könnt jeden Scheiß in die Tat umsetzen, Mann. Ihr müsst es halt nur machen und es würde mich super freuen, von allen anderen überhaupt auf YouTube oder sonst irgendwo immer mehr Projekte zu sehen, immer mehr Steigerungen von dem, was man machen kann. Das ist einfach geiler, als einfach nur Ready-to-Fly-Scheiße kaufen. Ne, sehe ich halt so. Und darum immer schön drüber nachdenken, was man machen könnte. Würde mich super freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hier ist nochmal der kleine Copter. Mr. Batchman, ich hoffe, du wirst dich mega freuen. Alter, zieh dir den rein, ne? Ist voll geil geworden, oder? Den fliege ich aber noch einmal, bevor ich ihn dir schicke. Weil ich muss ihn halt fliegen, ne? Ich guck, dass ich das Footage noch aufnehme. Mr. Batch, im Übrigen, du bist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr gucken wollt, wie Mr. Batch damit fliegt, wenn er den dann hat und sowas, ne, solltet ihr auf jeden Fall seinen Kanal abchecken und abonnieren. Denise, die den Flight Controller rausgehauen hat, ist natürlich auch unten verlinkt. Ihr solltet sie definitiv auch mal ein bisschen abchecken und vielleicht nochmal ein Abo da lassen oder sowas. Und ansonsten, Entschuldigung, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Erstmal, es kommt bestimmt zwischendrin noch irgendwas, aber frohe Weihnachten und so ein Blödsinn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Das war's eigentlich auch schon wieder. Ne? Ja, ich trinke jetzt noch mal ein Bier. Feierabend für heute. Und denkt dran, macht am Gewinnspiel teil, kommt in den Discord, chillt, Daumen hoch, Abo da lassen und so, alles geil. Vielen Dank. Wir sehen uns.